Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um Office 365 Pro Plus Benutzer ab Version 2002. Und zwar wird Microsoft ab Mitte Februar etwa, ja, mittels Updates für vorhandene Installationen oder natürlich auch bei Neuinstallationen hier von Office 365 Pro Plus eine Erweiterung für den Google Chrome Browser automatisch installieren. Diese Erweiterung heißt Microsoft Search in Bing und es bewirkt einfach, dass nun Bing unsere Standard-Suchmaschine in den Google Chrome Browser wird. Wer hier ja Interesse hat, findet den Link unterm Video und hier auf der Seite sind ja jede Menge Infos, was das genau ist. Weshalb, warum, das soll alles leichter werden und schneller und so weiter. Die Länder hier, wo das zuerst ausgerollt werden soll, Deutschland ist hier auf jeden Fall dabei. Und ja, was ich euch aber zeigen wollte, ist, wie wir die Installation dieser Erweiterung verhindern können, wenn wir vielleicht keinen Bock drauf haben. Beziehungsweise, wir haben hier noch ein paar ja, Infos, und zwar zum einen, wenn wir vielleicht feststellen, dass die Erweiterung schon installiert ist, wie wir das wieder loswerden. Ja, das geht ziemlich einfach. Auch einfach hier die ja, CMD als Admin ausführen, die Zeile hier kopieren, ja, einfach einfügen und schon wird das wieder deinstalliert. Das geht ratzfratz. Zum einen. Zum anderen haben wir auch die Möglichkeit, wenn wir das vielleicht doch installieren, zum Testen wollen, können wir das, nachdem das installiert ist, auch hin und her switchen, sozusagen, ja, ein- und ausschalten, hier über unsere Systemsteuerung dann eben. Ja, oder aber wenn wir jetzt hier, genau, die Installation komplett verhindern wollen, können wir einmal hier, wenn wir dieses Tool haben, hier diese Office-Bereitstellungstool, einfach die Config XML bearbeiten hier. Genau, Konfiguration XML, diese Datei hier einfach editieren, die Zeilen hier kopieren und hier einfügen und schon wird hier dieser ja, Bing hier excluded, ja, ausgelassen. Das wird also nicht installiert. Genau, wenn wir dieses Tool aber nicht haben oder nicht benutzen, warum auch immer, können wir das auch über die Windows Registry ziemlich schnell einrichten, ja, dass das hier nicht installiert wird, diese Erweiterung. Und zwar, wenn wir uns jetzt hier unserem Windows Registry Editor aufrufen, ich mache das mal als Administrator und genau hier gehen wir unter Hotkey Local Machine Software Policies, zack, und unter Microsoft einfach markieren hier, also Microsoft, rechte Maustaste neu. Wir müssen uns hier ein paar neue Schlüssel erzeugen erstmal. Ja, einfach neue Schlüssel unter Microsoft erstmal, die nennen wir jetzt Office. Zack, unter Office jetzt hier markieren, rechte Maustaste, neue Schlüssel, die nennen wir 16.0, war das, genau. Hier nochmal markieren, rechte Maustaste, neue Schlüssel erzeugen, die nennen wir jetzt Common. Common. Zack, und natürlich darauf achten, dass alles hier richtig geschrieben wird. Jetzt unter Common nochmal einen neuen Schlüssel erzeugen. Das nennen wir jetzt Office Update. Zack. Okay. So dass wir jetzt halt hier sind. Office Update. Und hier gehen wir, wenn das hier markiert ist, auf der rechten Seite hier mit der rechten Maustaste nochmal neue Zeichen. Nicht hier, sorry, neu, die Word
32 Bit hier einfach erstellen. Und das nennen wir jetzt null Prevent Bing Install, glaube ich. War das? Ja, das passt. Und zack, Prevent Bing Install. Okay, alles richtig, scheint es jedenfalls. Und jetzt nochmal doppelklicken und den Wert hier auf 1 setzen. Mit OK bestätigen. Und ja, schon sind wir fertig. Und wenn jetzt ab Mitte Februar hier losgeht mit dem Updates von Office 365, wird mir jetzt die Erweiterung hier dieses Search in Bing nicht installiert. Ja, wie gesagt, wer das testen möchte, beziehungsweise Interesse hat, da mehr zu erfahren, der findet den Link hier unterm Video. Wer Fragen oder Anregungen hat, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat oder weitergeholfen. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.